Wundert euch nicht, warum quietscht der Stuhl so? Komm runter! Hurz! Hurz! Hast du vielleicht Trypophobia? Das ist die Frage, die wir uns im heutigen Video stellen werden. Und damit ein herzliches Willkommen zu Adventskalender-Türchen Numero... Stimmt! Die ganz Schlauen unter euch haben jetzt schon gemerkt, der Adventskalender ist ja schon lange vorbei. Das habe ich jetzt auch gerade gemerkt, genau. Aber Leute, das heißt natürlich nicht, dass in Zukunft keine Gewinnspiele mehr zu kommen werden. Genauso wie dieser quietschende Stuhl. Hä? Aber der quietscht und nervt. Okay. Aber es ist jetzt egal. Ich werde nämlich regelmäßig nächstes Jahr Gewinnspiele machen. So eine Art Monatsgewinnspiele, sag ich einfach mal. Und da werde ich einfach immer wieder ein paar geile Sachen raushauen. Habe ich ja schon gesagt, ne? Meine Playstation, mal Handys, mal Fernseher und so. Das ist mega gut. Genug gelabert, wir erstellen... Bubble. Wir gehen jetzt straight in die Frage des Videos, nämlich ob wir Trypophobia heißen. Und genauso heißt das, wenn ich es jetzt falsch aussprechen sollte, entschuldigt mich. Nö. Und wir machen den ultimativen Test. Okay, Leute, wir starten mit der ersten Frage. Und zwar, wie... Margot hat mal wieder dezent ein... Ja, ein Stock im Mund oder sowas. Ich kann auf jeden Fall nicht reden. Eigentlich geht das Sprichwort anders, aber es ist jetzt egal. Und zwar müssen wir sagen, was wir von diesem Bild hier halten, ja? Finden wir, das sieht gut aus und es sieht lecker aus? Oder sieht es eklig aus und ich muss sofort abhauen? Aber nein, das ist eigentlich nicht der Fall. Denn, Leute, Trypophobia ist, und als ich die Bilder auch zum ersten Mal gesehen habe, oder das Bild, was ihr auf dem Thumbnail gesehen habt, das gibt es nicht wirklich. Ja, also das ist einfach nur eine Phobie oder eine Angst vor kleinen Löchern, ja? Nö. Manche Leute haben Angst vor Spinnen, manche haben Angst vor Schlangen, manche Leute haben Angst vor Höhe. Aber es gibt auch Menschen, die haben Angst vor kleinen Löchern. Ja, so sieht's aus. Keine Ahnung, was abgeht, Leute. Aber ich kann euch sagen, es gibt für jeden möglichen Kram gibt es eine Phobie. Ja, also ich hab da schon mal nachgegoogelt und so, das gibt so kranke Sachen. Und diese Phobie, also die Bilder gibt es nicht wirklich, das ist nur so, wie man sich das irgendwie vorstellt. Also zum Beispiel hier haben wir dieses Brot mit ganz vielen kleinen Löchern. Finden wir das jetzt super eklig? Okay, ich habe mal wieder auf meinen Bildschirm gespuckt. Live bei mir. Bah, erstmal übergeben. Also das Brot finde ich jetzt, sieht jetzt nicht schlimm aus. Ja, also looks great, makes me hungry. Sieht okay aus. So, wir gehen ins nächste Bild und sehen... Haut, das sieht komisch aus. Das sieht so aus wie, ach, das ist, glaube ich, ganz nah an die Nase rangezoomt. Das sind alles ganz kleine Poren, also oder Mitesser, wie auch immer. Und das, würde ich sagen, ist schon grenzwertig. Wir machen mal auch, ist noch okay, ist noch okay. Okay. Es geht dabei auch irgendwie immer um den Gedanken, so Löcher und da könnten ja irgendwelche Spinnen oder irgendwelche Maden drinne sein und ihre Eier legen und so. Bei dem Gedanken gruselt es mir auch. Und bei dem Bild, was ihr auf dem Thumbnail gesehen habt und was ich im Internet so gefunden habe, da hat es mir auch gegruselt. Und ganz am Anfang, als ihr das allererste Bild gesehen habe, da habe ich sogar gedacht, so scheiße, Mats, klick da nicht drauf, das ist eine echte Krankheit, weil ich da mega Schiss vor gehabt habe. So, ich hasse sowas zu sehen. Und dann habe ich gesehen, okay, es ist gar nicht echt, Leute. Deswegen muss man sich manchmal ihr seinen Ängsten stellen. Und dann läuft doch der Hase. Ja, warum liegt hier ein Hut rum? Ja, aus Gründen. Generell fragt ihr euch bestimmt, in was für einer Umgebung ich hier gerade bin. Ich bin über Weihnachten und Silvester nur in der Heimat in Schleswig-Holstein. Das ist mein altes Kinderzimmer hier. Hier habe ich meine ersten Videos aufgenommen, Leute, von früher. Vielleicht erinnern sich ja noch einige. Schreibt es mal in die Kommentare. Und ich bin ein paar Tage hier, deswegen nehme ich 3, 4 Videos von hier auf. Also wundert euch nicht. Und werde dann wieder nach Köln ziehen. Also, wundert euch nicht. Und warum quietscht der Stuhl so? Komm runter! Ich nehme jetzt im Stehen auf, auch wenn ihr mich nicht sehen könnt. Egal, wir kommen zurück zum Thema. Ich bin mal wieder gut abgelenkt heute. Was halte ich von diesem Bild? Was halte ich davon? Ich würde sagen, das geht noch durch. Loving it. Okay. Das ist so typisch dieses Quiz, weißt du? Entweder liebe ich es oder ich muss kotzen. Also ganz ehrlich, wie wäre es mit einem Mittelding, ja? Also es ist okay, aber lieben tue ich es jetzt nicht. Aber wir klicken mal auf lieben, weil ich will jetzt auch nicht rausgeworfen werden, so. Okay, hier haben wir Blubberblasen, das finde ich überhaupt gar nicht schlimm. Nee. Die anderen Bilder finde ich schlimm. Wann kommen die richtig schlimmen Bilder, Leute? Das ist die Frage. Okay, aber hier haben wir schon einen Schwamm, finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Hier haben wir so, das sieht jetzt schon eklig aus. So mit diesen Bildern auf der Haut, Leute. Finde ich schon immer gut ekelhaft. Mit der Vorstellung auch, dass da irgendwas rauskommt oder so. Vielleicht werde ich nochmal ein Video machen, wo wir so direkt auf diese richtig ekligen Bilder eingehen. Und hier haben wir jetzt so, das ist schon, Schokolade ist gut, aber das widert mich auch schon so ein bisschen an. Okay, dann ist das Quiz vorbei. Ich hab's gewusst. Kann ich jetzt noch die Antwort ändern? Nein, kann ich nicht.
Danke dafür. Das war's mit diesem Video. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao, euer Elmaro. Nein, Leute, das war's natürlich nicht. Das war, wir laden das Quiz jetzt einmal neu, weil ich will jetzt einmal alle Bilder und alle Fragen sehen. Ja. Genau. Weißt du, was war jetzt eigentlich das Ergebnis? Das ist ja ein Test, den ich spiele. Die Testantwort habe ich nämlich noch gar nicht durchgelesen. Mal gucken. Okay, da kommt so eine allgemeine Antwort. Ich glaube, die kommt nach jeder falschen Frage. Dass dich diese Trypophobia-Kram, dass es dich aus den Socken haut und du das nicht aushalten kannst und jetzt eine Phobie dagegen hast. Nein, aber ich hab keine Phobie gegen kleine Löcher. Also, ich glaube, das findet jeder eklig, oder? Also, das Bild auf dem Thumbnail, Leute, das findet doch jeder eklig, oder bin ich gerade doof? Ja. So, wir machen weiter. Oh, das ist jetzt schon wirklich eklig. Aber, nee, ich habe keine Reaktion darauf. Das ist mir egal. Warum habe ich einen Karton auf dem Kopf? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben jetzt hier weiter Schokolade. Das ist, oh, das erinnert mich an diese Milka-Schokolade. Die mag ich mega gerne, Loflé. Na, ich mag Schokolade. Ist auch okay. Wie lange geht denn das noch? Das sind Bienenwaben, glaube ich. Ja, Bienenwaben sind auch richtig mies bei manchen. Und das ist, oh, das erinnert an Haut. Deswegen, wenn man sich nur die Haut vorstellt, die so ist. Weil eine Haut ganz nah rangezoomt, hat ja auch ganz viele kleine Löcher. Das sind ja Poren, ja, wo der Schweiß rauskommt und so weiter. Und das ist auch irgendwie eine eklige Vorstellung. Okay, das sieht wirklich eklig aus. Das finde ich so, ich weiß nicht, wieso. Das widert mich auch so ein bisschen an, Leute. So langsam. Weil das jetzt nichts mehr mit irgendwas zu tun hat. Keine Schokolade. Man kann das jetzt nicht mehr so zuordnen. Das andere war so, okay, Schokolade ist voll okay. Das war ein Schwamm, ist voll okay, ja. Dies, das, jenes, kein Problem. Aber das wird jetzt schon etwas eklig. Leute, Grüße gehen raus an die Margangster 5 Mokut, an Foxino Official, an Yara, Hennestal und den ersten Kommentar hat Hannah Brendel geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen Kommentar oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar, Leute. Ihr wisst, wie es geht. Und das auch, weil das sind glatte Oberflächen so und da kommen da Löcher hin, ja? Und da gehören irgendwie keine Löcher hin. Wisst ihr, was ich meine? So, man erwartet eine glatte Oberfläche und da sollen keine Löcher rein. Nee. So, auch das. So, wie lange soll jetzt noch dieser Test gehen? Ja, ist ja gut. Hier. Das ist ekelhaft, weil das sind ja nicht nur Löcher, sondern da ist auch irgendwas drinne. Das sieht aus wie irgendwelche Köpfe, die da und Augen, die da rausgucken. Und dann sind auch Löcher plötzlich eklig. Es kommt doch immer auf die Bilder an, Leute. Ja, es ist okay, ist okay. Okay, wir sind durch, Leute. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es durch die ganzen kleinen Löcher geschafft, ohne auszuflippen. Entweder hast du keine Trypophobie oder du hast es genug unterdrückt. Ich glaube, so, also eine Phobie habe ich definitiv nicht dagegen. Ich glaube, so ein bisschen eklig findet es jeder. Schreibt ihr mal das in die Kommentare. Also das letzte Bild doch bestimmt. Schauen aber mal weitere Bilder rein. Ich habe keine Ahnung, wieso man das schlimm findet. Also beim besten Willen, Leute, das sind ein paar Klopapierrollen oder das sind irgendwelche Rollen, keine Ahnung, mit Löchern da drin. Das ist ja ganz normal. Das finde ich jetzt nicht sonderlich schlimm. Es ist vielleicht nur schlimm, wenn du dir Gedanken machst und so, dass so die Haut aussehen könnte. Ja. Und da, ihr wollt sie ja alle sehen, gucken wir uns jetzt auch noch mal ein paar Bilder an und da gehe ich total rückwärts, Leute. Hurz! Hurz! Und hier gehen wir schon in ein Bild, was schon etwas schlimmer ist, Leute. Hier sehen wir eine Hand, ja? Eine Hand, die von Trypophobie betroffen ist, Leute. Das ist keine Krankheit, die gibt es nicht. Das ist gefotoshoppt. Ja, macht euch keine Sorgen, Leute. Aber ich weiß nicht, wieso diese Bilder plötzlich so steil gegangen sind im Internet. Ich habe sie auf YouTube auch mega viel gesehen. Habe immer gedacht, so, ich will das nicht sehen. Ich weiß, es gibt eklige Krankheiten auf diesem Planeten. Es gibt eklige Krankheiten, aber ich muss sie nicht alle sehen. Genauso wie diese. Genauso wie diese, Leute. Ich schwör's euch. Und wollte da nicht draufklingen. Aber jetzt habe ich mich meine Angst gestellt. Und Leute, es ist alles nur Photoshop. Es ist alles gefaked. Keine Sorge. Aber so eklig sieht das aus. Und ja, da kriege ich auch Angst vor, aber das findet jeder eklig. Das ist doch keine Phobie. Sowas findet jeder eklig. Wenn man so Löcher in der Haut hat. Hallo! Das findet doch jeder eklig, oder nicht? Jeder. Wer denn bitte nicht? Oh mein Gott, nein! Leute, es reicht. Es ist so ekelhaft, was es ist. Macht euch keine Sorge, es ist alles nicht echt. Ja, es ist wirklich nur gefotoshoppt, aber es sieht doch so widerlich aus, oder nicht? Kann mir das einer bestätigen? Leute, da gruselt es mir. Bitte, bitte nicht, lieber Gott, bitte nicht. Ich muss das Video echt beenden, Leute. Das ist nicht für schwache Nerven. Also, die Anfangsbilder, so fand ich überhaupt nicht schlimm. So Angst vor kleinen Löchern habe ich nicht. Aber sowas findet doch jeder eklig. Also, Vorstellung, Löcher auf der Haut zu haben und dann so, weil Löcher verbindet man ja auch immer so mit, irgendwie was da drinnen, so Maden oder Spinnen, die da drinnen leben könnten und so. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber irgendwie, sowas könnte doch jeden anwidern, oder nicht? Seid ehrlich, findet ihr das auch so schlimm? Seid ehrlich, tut ihr, oder? Jeder findet das schlimm. Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr fandet es nicht ganz so schlimm wie ich oder letztendlich, ja, bestimmt fandet ihr es so schlimm wie ich. Ich gehe mal davon aus. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, wenn ihr das Video ganz lustig und unterhaltsam fandet. Und vor allem lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht in der Margang seid. Abonnieren kannst du auch ganz schnell einfach hier. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du meinen neuesten Upload. Klickt irgendwo drauf, seid aktiv, seid
richtige Magangster. Wir sehen uns in einem neuen Video. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Euer El Mago.